Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und heute gibt es mal einen Spieletest. Ich stelle euch heute ein neues Spiel vor. Und zwar Super Spell Heroes. Ja, Freunde, kurz vorweg, dieses Spiel ist unterstützt durch die Entwickler von Super Spell Heroes. Ihr habt auch jetzt schon mal direkt die Möglichkeit, euch das Spiel über den Link in der Videobeschreibung runterzuladen. Wenn ihr das Spiel über meinen Link runterladet, dann bekommt ihr direkt einen fetten Bonus, wenn ihr Stufe 2 erreicht. Und zwar bekommt ihr dann einen von 3 Elite Zenron Skins. Richtig geil. Plus dann auch noch ebenfalls 200 Juwelen auf Nacken. Und ich habe heute die Ehre, euch dieses Spiel vorzustellen und ich muss selber sagen, ich habe das Spiel schon mal so vor knapp 1 bis 2 Jahren ziemlich aktiv gespielt. Ihr seht auch gerade, ich bin schon einigermaßen weit. Ich bin schon in Gebiet 2 in dem mystischen Wald und ich werde heute euch so ein bisschen das Spiel zeigen, worum es geht, was ihr hier machen könnt, um euch so ein bisschen, ja, mal ein neues Spiel zu präsentieren. Mich würde es jetzt schon mal sehr freuen, wenn ihr diesem Video einfach mal einen Daumen nach oben geben könntet, falls ihr öfter mal solche neuen Spiele von mir vorgestellt bekommen wollt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, sind wir jetzt hier gerade in dem Gebiet 2 und wir sind gerade bei Stufe 4, die verhexte Lichtung. Das Ziel des Spiels ist es, ihr habt verschiedene Helden, aus denen ihr wählen könnt. Ich zum Beispiel habe gerade Zenron ausgewählt. Für jeden Held habt ihr verschiedene Zaubersprüche. Zum Beispiel seht ihr es jetzt hier gerade. Diese Zaubersprüche habe ich für Zenron alle gerade aktiviert. Ich werde euch das jetzt so ein bisschen vorweg erklären, damit ihr es gleich im Spiel so ein bisschen nachvollziehen könnt. Das sind hier die Zaubersprüche, die ich gerade aktiviert habe. Ich habe zum Beispiel einen legendären, 2 epische und 3 fortgeschrittene und 3 einfache. Dann habe ich auch noch einen zweiten Helden und zwar Jayne. Jayne hat dafür ein paar andere Zaubersprüche, die aber auch ziemlich nice sind. Also ein bisschen so überlagern die sich auch. Zum Beispiel haben wir hier auch einen Heilungszauberspruch und natürlich auch einen Schildzauberspruch. Und es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Helden. Aber aktuell ist Zenron so mein Lieblingsheld. Für den habe ich halt auch die Sprüche am höchsten. Ebenfalls würde ich sagen, erstellen wir direkt mal zum Anfang des Videos schon mal einen Clan, in den ihr gerne mal reinkommen könnt. So, Freunde, das ist jetzt hier mein Clan und zwar CG Army. Ich würde sagen, wir erstellen den schon mal direkt. Ihr könnt jetzt gerne reinkommen. Hier seht ihr den Clan-Tag. Es sind insgesamt nur 29 Plätze verfügbar. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr hier in meinen Clan reinkommen wollt, dann solltet ihr es auf jeden Fall schnell machen. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt direkt mal in die erste Runde rein. Wir werden jetzt gegen einen anderen Spieler antreten, beziehungsweise es wird ein würdiger gegnerischer Zauberer gesucht. Und zwar ist es Rezia KP1. Und ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was wir hier so, ja, einfach mal direkt zu Anfang für Sprüche bekommen. Wir starten beide mit dem Feuerbogen. Und ich werde jetzt mal schauen, wir können direkt schon mal hier mit meinem Schild seine Attacke verteidigen und direkt auch schon mal hier wieder angreifen. Und ihr seht halt einfach, wir haben hier diesen einen Zauberspruch, damit können wir anfangen. Wir müssen immer von hier oben starten und je mehr von diesen anderen, in dem Fall Zauberverstärkern nenne ich es jetzt einfach mal, je mehr wir davon zu unserem Zauber hinzufügen, desto mehr Schaden machen wir. Jetzt zum Beispiel, wenn ich die hier alle kombinieren würde, dann seht ihr, dann steigt mein Schild einfach und wir haben halt einfach ein krasseres Schild, wenn ich das so sagen kann. So, jetzt können wir gleich mal einen richtig fetten Zauber machen und zwar so einen Zauber. Let's go, aber jetzt muss ich aber auch sagen, gerade haben wir ein ganz schön großes Problem. Weil, ja, der Gegner gerade eigentlich ganz, ganz gute Zauber macht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal eine fette Kombo machen. So, jetzt geht's los. Feuerlanze. Auf geht's. 400 Schaden. Let's go. Jetzt schauen wir mal, was der Gegner macht. Gerade wartet er erstmal ab. Dann heilen wir uns einfach mal kurz, würde ich sagen. Warum nicht? Und aktivieren direkt mal die Feuerlanze. Wir aktivieren direkt mal das Schild. Oh nein! Oh nein, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Wir müssen schnell angreifen. Nein, 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 nein. Heilung, Heilung. Oh mein Gott. Nein, wir verlieren. Oh, er hatte nur 60 Leben. Ey, Mist.
Also ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt so einigermaßen ungefähr verstanden, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt gerade leider gegen den Gegner verloren. Der hat auf jeden Fall ein bisschen besser die Zaubersprüche kombiniert als ich. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen was falsch gemacht. Ich würde sagen, wir probieren es direkt noch einmal. So, jetzt spielen wir mal gegen einen anderen Helden, und zwar Xanian. Beziehungsweise nicht Xanian, sondern Jayne, die andere Heldin. Und wir werden hier direkt auch einfach mal angreifen. Wir schlagen mit einem Feuerbogen zurück. Und nein, Batterie. So, also wir sehen auf jeden Fall lähmender Pfeil. Das heißt, es wird hier eine Karte von uns entfernt vom Feld. Jetzt habe ich gerade auch leider mein Schild ein bisschen zu spät aktiviert. Also wir müssen uns auf jeden Fall konzentrieren. Hier oben seht ihr auch in diesem kleinen Feld, was der Gegner so gerade für Zaubersprüche hat. So, let's go. Und jetzt aktivieren wir wieder das Schild. Genau, perfekt. Dann kommt jetzt wieder der lähmende Pfeil. Das ist nicht ganz so gut. Aber jetzt will ich erstmal warten, dass wir hier diesen Zauber ganz fett kombinieren können. Können wir jetzt gerade aber leider nicht. Das heißt, wir greifen jetzt auch erstmal wieder an. Und hier haben wir jetzt gleich ein fettes Schild, was wir aktivieren können. Gut, bringt uns jetzt gerade nichts. Wow, jetzt muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade ganz schön gefailt, Freunde. Da habe ich jetzt gerade ganz schön gefailt. So, jetzt mal eben kurz Schild aktivieren und Heilung aktivieren. Und jetzt machen wir einen fetten Zauberspruch. Was meinen, können wir noch fetter kombinieren? Oh ja. Oh ja. Boom. 242, Freunde. Boom, Alter. Let's go. So, Schild ist ziemlich unnötig von Xanian in dem Fall. Wir setzen jetzt schnell eben nochmal. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Massives Schild. Wir heilen uns mal eben kurz hoch. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Ja, das soll es gewesen sein. Perfekt. Und da kommt noch unser Feuerball. Und zack, Freunde. Okay, Xanian haben wir jetzt besiegt. Ich muss sagen, die war aber jetzt auch nicht so gut. Ich habe aber gerade auch nicht so gut kombiniert. Ich hätte es auch auf jeden Fall ein bisschen besser machen können. Aber wir haben gewonnen auf jeden Fall, Freunde. Das ist ja die Hauptsache, sage ich jetzt einfach mal. Ihr habt auch gerade gesehen, wir haben ein kleines bisschen Belohnung bekommen. Und jetzt können wir hier auch gerade nochmal eine kleine Belohnung einfordern. Und zwar habe ich jetzt meinen Helden ausgewählt, um bei mir meine Zauber so ein bisschen zu trainieren. Und ihr seht jetzt gerade, was Zenron hier trainiert hat. Und zwar einmal Feuerbogen plus 100. Den können wir leider noch nicht upgraden. Feuerball können wir auch noch nicht upgraden. Vielleicht können wir noch einen upgraden. Oh! Feuerkomet! Mein legendärer Zauberspruch. Den müssen wir auf jeden Fall upgraden. Und große Heilung können wir auch upgraden. Sehr geil. Dann die epische Heilung können wir auch upgraden. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt einfach mal. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Vor allem, dass wir unseren legendären Zauberspruch upgraden können. Das werde ich jetzt direkt auch einfach mal machen. So, zack. Nein, ich habe nicht genug Gold. Können wir wenigstens unsere Heilung verbessern? Ja, wir verbessern mal unsere epische Heilung. Let's go. Sehr schöne Sache. Und ich sehe auch gerade, ich habe noch ein paar Juwelen. Das heißt, mit unseren Juwelen sollten wir auch eigentlich jetzt unseren legendären Zauberspruch verbessern können. Wir schauen mal ganz kurz. Jetzt sollte es eigentlich reichen. Jetzt haben wir eigentlich genug Gold. Genau, perfekt. Let's go. Feuerkomet verbessert. Und wir verbessern auch nochmal unsere große Heilung. Und mit Zenron sind wir jetzt schon echt verdammt, verdammt gut aufgestellt. So, Horben. Und wir haben wieder Jayne als Gegner. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall unseren Zauber gerade verbessert. Und die klaut uns direkt schon mal unser Schild. Beziehungsweise, nee, klaut sie doch nicht. So, zack, Feuerbogen und Schild. Und boom. Let's go. Setzt sie ihr Schild ein. Oder, ja, sie setzt ihr Schild ein. Okay, geblockt. Ja, wir machen das mal so. Lebender Pfeil, der wird uns jetzt... Mist. Lebender Pfeil ist auch ziemlich nervig, muss ich sagen. So, Feuerbogen können wir ein bisschen verteidigen. Greifen wir jetzt hier nochmal an. Nochmal lebender Pfeil. Das ist jetzt doof. Und ein Schild. Wird sie ihre Lanze einsetzen? Ja, ich muss halt irgendwas machen, weil mein Deck jetzt voll ist. Und sie setzt ein großes Schild ein. Und Heilung, ey. Ich hab nichts. Ich kann nur so kombinieren gerade. Und sie setzt wieder ein Schild ein. Ich hab gerade. Ich muss warten, bis sie irgendwie groß angreifen kann. Ja, ich muss es jetzt einfach mal kurz einsetzen, auch wenn es zu spät ist.
So, lebender Pfeil. Wir setzen mal eben kurz Heilung ein. Oh, jetzt können wir... Ne, Moment, warte mal. So, zack, 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 zack. Ne, 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 ne. Wir machen das so. Oh mein Gott! Boom, Alter! Doppelter Feuerball. Und dann auch noch mal verteidigen. Let's go! Richtig nice. Haben wir schon mal richtig gut Schaden gemacht. Und Heilung, ja. Wir warten mal eben ganz kurz, was sie noch einsetzt. Ein Schild, dann warten wir nochmal kurz ab. Und setzen jetzt unseren Feuerball ein. Oh, nochmal ein Schild von ihr, okay. Lebender Pfeil. Nein! Oh mein Gott! Okay, warte mal, dann machen wir erstmal eben kurz hier die Heilung. Nein! RIP! Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, wir brauchen hier in die Mitte. Ja! Tot. Tot. Einfach tot. 672 Schaden! Die kann nichts mehr machen. Boom, Alter. Richtig geil. Sieg, Freunde. Let's go. Ihr habt gesehen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, meinen Feuerkometen zu verbessern. Meinen legendären Feuerkometen. Richtig nice Sache. So, und ich will einfach mal sagen, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck von Super Spell Heroes bekommen. Wie gesagt, dieses Video war unterstützt durch Produktplatzierung. Ladet euch das Spiel gerne runter mit dem Link in der Videobeschreibung. Gönnt euch den Bonus. Und ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dem Video. Euer Clash Games und... Ciao, ciao.